Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, genau, wie immer. Unterwegs im Norma-Arm und ja, Richtung Südosten, wenn man das so sagen kann, auf der Karte. Mehr haben wir da interessante Sterntypen hoffentlich drin, also F aufwärts und halt Drohnensterne und so ein Kram. Oder wir gucken mal, was wir so finden. Da kann ich vielleicht gleich was erwähnen. Das fand ich so cool. Mein Night Level ist auf einer Skala von 1 bis 10 mittlerweile bei 20 angelangt. Es hat nämlich im deutschen LD Dangerous Forum hat jemand, da gab es so ein Thread, wenn man irgendwas Cooles, Seltenes gefunden hat, dass man es posten kann, konnte ich mich auch schon ab und zu verewigen. Hat einer ein Planet gefunden, landbarer mit 8G. Ich bin mal. Ich finde das einfach nur klasse. Also, das hat mich wirklich so überrascht und also, der hat da also super Fund gemacht. Weil die sind ja wirklich selten, weil man sieht, sie haben ja schon Probleme, irgendwie mal Vierer, über Vier ist es zu finden, wo man landen kann. Also, selbst entdeckt natürlich. Aber er findet dann direkte Achter. Also, das ist ein Bombefund. Genau, der Statist, also ich habe mal geguckt, der hat das Screenshot dabei gehabt und der umkreist einen F-Stern, der Planet. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt vermutet, aber da scheint es wohl Zusammenhang zu geben, weil ich glaube, beim Stream hat er auf euch dann gesagt, sei 4, oder war es bei den YouTube-Kommentaren, Mikronesien warst du doch, oder? Mit diesem 4,x landbare Planet, wo auch immer F-Stern war. Das scheint irgendwie um F-Sterne scheint man auch gut was Landbares zu finden mit hoher G-Zahlen. Deshalb wollte ich eigentlich erst wieder B, A abklappere, aber die F, die lassen wir dann auf jede Farmo in der Liste drin. Weil, ja, will ich auch finden. Wie gesagt, ich würde mich ja schon zufrieden geben, wenn es einfach nur, keine Ahnung, über 4 wäre. 4,5, das wäre schon mal cool, würde ich mich schon mal freuen. Aber der Achter, wow, das ist ein Bombefund. Allerdings ist der Commander dort nicht gelandet, er wollte kein Risiko eingehen. Kann man eventuell verstehen, ich wäre direkt gelandet. Und hätte mich wahrscheinlich so gefreut, dass ich die Landung versehen hätte. Und hätte einer auf Grata Einschlagsdienst gemacht. Naja. Deshalb bin ich jetzt wahrscheinlich bei jedem F-Stern ganz hibbelig. Ja, auf so ruckele, du. Gibt gar keinen Grund. Bin ich bei jedem F-Stern hibbelig. Das ist eventuell landbarer Planet mit viel G. So, was sind denn hier? Eis, okay, nichts Interessantes. Hm, was war sonst noch? A2 ist terraformierbar. Hier hätten wir lediglich 1,4G. Okay, gibt es hier was? Arsen, ja, nö, mir scanne deine hier. Wer bist du weg? Hm, zu weit. Genau, mehr Leiter Enser auf dem Weg. Ja, machen wir Umweg. Was ist Umweg? Das ist fast. Der hat fast auf dem Weg. Genau, da gucken wir jetzt mal. Eigentlich sollte man ja nichts scannen, einfach nur VSS machen, wenn nichts dabei ist, weiter, damit man was findet. Aber nee, ach, das kann ich irgendwie nicht. Da muss ich ja schon angucken, was da überall rumkreucht und fleucht an Planete. Ja, das wäre so. Eigentlich ist es erwähnenswerte Neue, was ich so aus dem Elite-Kosmos aufgeschnappt habe, sozusagen. Nö, das ist alles gut. Geschwindigkeit passt.
genau, unser ein neues Ziel ist. Oh, was habe ich denn hier gezielt? Auf was? Ich glaube, das ist irgendwie ein orangener Riese oder so. Ist mir da auf dieser. Ja, so knapp 1000 oder 1100 Lichtjahre über der Ebene. Bisschen weiter Richtung Arcadian Stream. Und dann gucken wir mal, dass wir dann halt eventuell überwechseln. Also, das dürfte dann noch ein paar Lichtjahre sind, aber ja, wie gesagt. Man müsste eventuell im Norma-Arm noch ein bisschen was füllen, aber naja, okay. Wir sind noch ein Weilchen im Norma-Arm. Vielleicht haben wir ja Glück und wir kommen noch mal in ein anderer Sektor. Weil der hier mit dem Namensbereich, der Eol Out, der ist ziemlich groß, habe ich so den Eindruck. Und im nächsten Sektor. Ja. Da gucken wir uns mal an, ob wir eventuell bei den AAA-Planeten nochmal Glück haben. Ja, komm, na, ja, Spaß, machen wir mal ein bisschen. Ja. So. Irgendwie gefällt mir der Supergroßassistent zuletzt. Habe ich irgendwie das Gefallen dran gefunden. Ja, man kann argumentieren, ist eigentlich total unnötig. Echter Explorer kann das auch so. Aber ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen wie mit dem Tempomat im Auto. Eigentlich braucht man die ja nicht, aber auf lange Strecke auf der Autobahn ist das Ding schon relativ cool. So auch hier. Ja, vor allem kann da relativ wenig passieren, wenn man mal, keine Ahnung, kann man nebenbei noch was machen oder ja, Bier nur fülle oder sonst was. Und wenn man kommt, hängt man nicht gerade direkt auf der vom Boden vom Planeten, hat ein neuer Krater verursacht. Oder ist irgendwie, keine Ahnung, hat nicht richtig ihn gestellt und ist ewig weit an seinem Ziel vorbeigeflogen. Das kann ich auch relativ gut. Ja, deshalb, für meine Art kann man da nutzen. Es ist halt auch unser Luxus-Explorer-Schiff, das dort sozusagen die Anaconda. Wo ich mal. Sonst was sind das da? Sie abwählen? Ne, brauchen wir nicht. Die, wo ich mal noch bauen will, die wird hier runter gestrippt ohne Ende. Was gerade nur noch ein Buggy rinkommt und über 80 Lichtjahre. Das muss Sinn. Gott, ich will noch so viel Schiffe haben. Die meisten Schiffe, die ich haben will, für die habe ich einen Mutterrang. Schnief. Naja, hat mal was zu tun, wenn man immer in der Bubble zurück ist. Gut, das müsste hier schon reichen. Okay, den Hammer. Noch ein Uhr F-Stern. Ja, ja, gut, wir kommen jetzt so langsam über die 800 Lichtjahre über der Ebene. So in dem Bereich, wo man Feuer war, da war zwar immer viel O-Sterne, aber auch viel M- und K-Gedöns. Das will ich jetzt eigentlich mal ein bisschen außer vor lassen. Ja. Also nicht, wenn man da nichts findet, weil wir haben schon oft genug um M-Sterne, das ist gar nicht so lange her, wo man da hier um die M-Sterne viel Wasserwälder, Ammoniakwälder und so gefunden hatte. Das hat mich schon überrascht, wie häufig das in der Region war. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob wir hier in der richtigen Region sind, um nur richtig große landbare Planeten zu suchen. Also ich weiß nicht, ob das auch irgendwie so Einfluss auf die Generierung hat, weil... Na ja, Polen, müssen wir mal gucken, weil vorher da hatte ich für den Intro gehabt, dass man so im Sternenentstehungsgebiet war. Weil herbiger E-Sterne, Tetauri-Sterne, die O-Sterne und die B-Sterne sogar, heute meistens nur so Tetauris noch dabei. Also so junge Sterne. Und sonst haben die B-Sterne ja eigentlich oft Planete und so, zumindest in Zöllewelt, aber da hatte man ja Haufen B-Sterne, die eigentlich gar nichts hatten, außer ein paar Tetauri-Sterne. Deshalb hätte ich so vermutet, Sternenentstehungsgebiet. Und eher schlecht mit große Planete.
Aber wir sind jetzt auch schon in zwei Lichtjahre weiter. Eine bringende Wasserwelt. Cool. Ist ja auch nicht schlecht. Und die hat. Nee, stopp, das ist der. Die dreht sich wahrscheinlich um deine Gasriese, oder? So scheiße Pärche. Ja, eindeutig. Naja, haben wir doch schon was zum Scannen. Die ist. Ich wollte gerade sagen, die ist ja nicht weit weg, aber. Es geht eigentlich 1200 Lichtsekunden. Oh, das bietet sich dann gerade an für ein neuer Galnet-Intrag. Gibt, glaube ich, was Neues zu der Story. Was? Ach so, nur die. Okay. Alles dieselbe Richtung. Dann wollen wir direkt hier hin. Oh, die ist sogar terraformierbar. Ja, das ist immer nice. 1,3 Erdmasse. Gut, Ring ist felsig. Da müssen wir dann immer scannen. Das ist relativ unnötig dann. So, ich hoffe, das passt. Wir gucken uns da mal deine geile News-Eintrag an. Beziehungsweise hören wir uns an. Rückgang beim Terrorismus. Während Marlinisten sich auf ihre neue Heimat vorbereiten. Während unabhängige Kolonien für marlinistische Flüchtlinge eingerichtet werden, sind die Terroranschläge der Neomarlinist Liberation Army in MLA merklich zurückgegangen. In den vergangenen Monaten hatte die paramilitärische Gruppe mehrere Anschläge im gesamten Imperium verübt. Sternenhäfen und Verwaltungsgebäude wurden bombardiert und Dutzende von Personen ermordet, darunter Prinz Herold und andere, wenngleich nicht ganz so prominente Mitglieder der Duval-Familie. Die Zahl der Vorfälle ist jedoch nach erfolgreichen Operationen des imperialen internen Sicherheitsdienstes drastisch zurückgegangen. Nachdem der föderale Sicherheitsdienst NDMLA-Mitglieder an Bord der Emigranten-Megaschiffe identifiziert hatte, wurden diese an uns zur Vernehmung übergeben. Wir haben so Informationen erhalten, die es uns ermöglichten, zahlreiche terroristische Zellen auszuschalten. Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass das Netzwerk der NMLA weiterhin funktioniert. In diesem Zusammenhang bereiten sich Hunderttausende von Marlinisten Flüchtlingen darauf vor, in neue, von der Sirius Corporation gegründete Koloniesysteme zu ziehen. Der Massentransport wird Anfang nächsten Jahres stattfinden und von Safeguard Interstellar überwacht. Das Imperium, die Föderation und Sirius Gaff sind übereingekommen, dass die Siedlungen völlig autark bleiben sollen. Die Flüchtlinge haben bereits damit begonnen, ihre künftige soziale Struktur zu bestimmen. Sie soll auf den Prinzipien des Marlinismus basieren. Ein Übergangsparlament wurde von Community-Vertretern wie Dr. Jenna Fairfax, Aaron White und Amrit Taros gebildet. Sobald die Marlinisten-Kolonien voll eingerichtet sind, sollen demokratische Wahlen für eine repräsentative Regierung anberaumt werden. Okay. Der föderale Sicherheitsdienst hat Mitglieder identifiziert und ans Imperium übergeben. Okay, ich dachte doch, die wollte doch nichts machen. Ist wohl auch mal vorbeigegangen. Huhu, wir sind schon da. Wow. Wow. Moment, da müssen wir mal kurz ein bisschen Abstand nehmen. Damit wir den Ring auch schön sehen. Das hat mich. Ich habe echt noch im Kopf, dass die nichts ausliefern wolle. Naja. Vielleicht hat jemand gerade Terrorist auf die Stirn tätowiert und sagt, da machen wir mal Ausnahme. Das wäre dann schon in der Sinn. Ach. So. Ein bisschen Schub, mit uns schneller drehen.
erkennt man die Wasserwelt doch schon ein bisschen besser. Und ihr Ringsystem. Ja, das kennen wir, glaube ich, doch. So. Moment. Ring. So, 7. So, bist du so. So. So, und hier eventuell diesen hier. Also das. Guck mal, der war relativ optimistisch, weil den habe ich hier ein bisschen oberhalb. Ja, wir gucken mal, ob das schon reicht. Das müsste eigentlich. Ah, okay, ich dachte schon. Gut, dann kommen wir mal zu beißen, dann scannen wir halt der Ring, ist egal. Was gäb's denn hier? Alexandrit. Das braucht keiner. Aber egal. Gut, mir an. Wasserwelt. Mit Ring. Oh. Moment. Eine potenzielle Gelegenheit für ein Screenshot hier. Die muss doch genutzt werden, oder? So. Jetzt da. Muss hier alles seine Ordnung haben hier. Ah, genau, es gab doch noch was. Genau, was ich noch eventuell erwähnen wollte. Hat er vielleicht schon mitgekriegt? Und zwar macht momentan so eine Meldung die Runde, dass man im Zuge von so einem SETI-Projekt, wo so russischer Milliardär so gesponsert hat, es relativ seltsames Signal von Proxima Centauri empfangen wurde. Das ist ein sehr schmalbandiges Signal, ungefähr auf, von unserem ersten Mobilfunk oder so, 900, was ist das, Megahertz, Kilohertz, keine Ahnung, auf jeden Fall schmalbandig in dem Mobilfunkbereich im Frühjahr, hat man ein Signal aufgefangen, ja, das sehr verdächtig war. Verdächtig halt in der Hinsicht. Ja, schmalbandig, also das Teleskop hat das nur empfangen, wenn man genau dorthin geguckt hat und nicht irgendwie großartig drumherum. Diverse, also die haben ja Haufe Signale, wo die immer erfasse und jedes Signal muss halt diverse, ich sage mal Fehlerquelle, müsse ausgeschlossen wäre, weil es in der Regel auch das Signal in der Witz wahrscheinlich sind, natürlicher Ursprung oder anders erklärbar. Und dieses Signal hat viele von den Hürden schon mal genommen. Also es scheint jetzt kein Satellit zu sein, dann immer zufällig da mal hot und was auch immer davor kommen kann. Genau, das macht so momentan ein bisschen die Runde. Aber man muss natürlich dazu sagen, da ist sehr wahrscheinlich ist nichts dahinter. Und dieses, da hat die Presse wieder ein bisschen zu viel, bisschen zu früh dran, war sie dran gewesen, weil das ist eigentlich geleakt, die Information. Und der Bericht ist noch nicht von anderen Wissenschaftlern reviewed worden. Und das ist hier eigentlich relativ normaler Vorgang, dass andere Wissenschaftler irgendwelche andere Papers auch review, um halt einfach sicher zu sein, dass da kein Müll drin steht, beziehungsweise dass man nicht irgendwie was ganz Offensichtliches übersehen hat, oder weil manchmal ist man einfach betriebsblind oder man sieht der Wald voll lauter Bäume nicht. Das kommt oft vor. Kennt wahrscheinlich jeder. Und das Ding ist halt noch nicht reviewed vor. Was dann halt ein bisschen doof ist in zweierlei Hinsicht. Erstmal ist wahrscheinlich. Was ist wahrscheinlich? Gasrisse Klasse 4, so nah, okay, ist ja also Jupiter. Das gerne mal, wenn du schon so nah bist. Erstens ist wahrscheinlich wie immer nichts dran. Man kann so ziemlich viel normal erklären. Und zweitens mal, wenn denn wirklich was dran wäre, soll das, denke ich mal, die Wissenschaftler, die es entdeckt haben, die Ehre, wenn man es so nennen kann, haben, das zu verkünden, dass man was Wichtiges gefunden hat und nicht irgendwie, dass es anhand vom Leak schon bekannt ist. Das ist so die andere Sache. Ja, ansonsten hat man halt auch danach nochmal geguckt, mal das Signal eigentlich nicht mehr gefunden. Das Signal ist auch nicht moduliert.
Das heißt, dann sind wohl keine Informationen drin kodiert. Was aber wohl ist, das weist eine, muss mich überlegen, Rot. Nee. Rotverschiebung? Nee. Nee, andersrum, andersrum. Die Frequenz steigt an, also blaue Verschiebung eigentlich. Was man da natürlich so, nee, drauf sagen kann, das ist ein Schiff, wo Funken, das kommt uns entgegen. So ungefähr. Nee, das war es von mir gesponnen. Also das Signal ist in der Frequenz gestiegen. Ja, wie es halt das Signal machen wird, das auf uns zukommt. Ja, ich habe halt schon die übliche witzige Be Bemerkungen, weil es halt so den Eindruck macht, dass es halt keine Nachricht ist, keine spezielle, sondern eher so wie ihr Handy, das im Mobilfunk macht, kontaktiert und der Mobilfunkmast dann weitermacht. Ja, nee, fand ich nur, ja, ich finde so Meldungen immer ganz interessant, auch wenn eh nichts dabei ist. Ich meine, aber sagen wir es mal so, zumindest ist das Signal schon mal nach dem berühmten. Oh, wie dumm kann man sein? Ah, jetzt habe ich eine unnötige Sonde abgeschickt. Ist das Signal halt nach dem berühmten Wow-Signal so das Beste, was man bis jetzt gefunden hat, so an nicht erklärbaren Signalen. Sagen wir es mal so. Genau, das wollte ich mal noch so erwähnen. Fand ich relativ interessant. So, dann müssen wir wahrscheinlich noch, warte mal, so, genau. Boah, das reicht wahrscheinlich immer noch nicht. Ja, mir könnte dann eventuell, Moment mal. Da müssen wir noch. Machen wir mal hier. Gucken wir mal, ob das reicht. War ein bisschen zu weit. Nö, natürlich nicht. Uff, warte mal, dann machen wir mal. Wir haben ja noch einiges an Puffer. Dann können wir eventuell noch hier eins hinschicken. Dann könnte man eventuell hier eins hinschicken und das müsste dann gewesen. Dann sind wir immer noch. Wie schlecht gezielt, ey, Alter. Obwohl, das da ging ja eigentlich noch. Das war halt die Geburt. Das war halt die Geburt. Aber hey, wenn man schon mal näher dran ist, kann man das auch ruhig mal scannen. So, ist irgend noch was? Guck mal, da sind wir gleich. Nehmen wir denn noch mit? Polonium habe ich gesehen, aber wenn mehr als 150 Gramm Erde drin, insofern. Unser Poloniumlager ist voll. Hätte ich auch nie gedacht, dass das mal, dass wir das mal voll kriegen. Ja, ich würde sagen, den Doppelplanet nehmen wir noch mit. Ups, gerne. Sind wir ja relativ gleich und. Soll ich da noch ein paar mitnehmen? Nö, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Das. So ein paar einmal mitnehmen. Wie viele Sprünge haben wir dann noch bis zu unserem Ziel? 50. Ja, das ist okay. Will danach eh noch einen Podcast hören. Kann ich noch ein paar Planete, ein paar Sterne scannen. Ja. hat ziemlich gebraucht, bis er es beschleunigt hat, irgendwie. Hey, haben wir zu viel gelabert? Hab ich zu viel Bordbier getrunken?
nicht zu dick war. Ist die Masse so angeschließt, dass es so langsam beschleunigt. Ja, das Schiff hat bestimmt zugelegt. Der ganze Staub, wo du drauf ist, aber wo der Lack ist ab, ist dann die Staubschicht. So. Und zack. So, dann gucken wir mal lediglich, was es hier gäbe. Ich habe jetzt nicht vor, dass es landet, aber einfach mal gucken. Geologisch sogar. Ja, Quecksilber könnte man gebrauchen, aber ansonsten auch nichts. Ne, da muss ich jetzt nicht unbedingt landen. Jetzt kommen wir 2G immerhin noch. Na ja, gut. Okay, sehr schön, würde ich sagen. Da haben wir es für diese Folge geschafft. Und ich muss jetzt gerade mal überlegen. Nein, ist noch nicht die Weihnachtsfolge. Die Folge kommt der Stündschlag raus. Es sind noch 2 Tage, noch 2-mal müsst ihr aufwachen. Erst dann ist Weihnachten, beziehungsweise Heiligabend. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ich wünsche euch was. Bye, bye.